Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu einer Folge von Minecraft Dragons. Es ist lange her, 2 Wochen um genau zu sein. Ich war krank, hab die Ausbildung begonnen und bin jetzt wieder back in the business. Ja, es ist viel passiert, unter anderem, ja. Ich hatte Quickie auf Screen ein bisschen mit ihm getrollt, er hat zurückgebracht. Bringen wir es zurück zu ihm. Das ist die logische Konsequenz dafür. Übrigens, es gibt zwei große Announces und zwar, beziehungsweise ein großer Announce, jetzt für beide zusammenpacke. Und zwar haben Lost und Jason das Projekt verlassen. Jason hilft jetzt in der Orga mit. Lost ist generell raus, weil sie keine Zeit mehr hat. Deshalb werde ich wahrscheinlich ein paar Leute suchen. Also wahrscheinlich 2 weitere wieder. Damit wir jetzt nicht nur noch zu zweit sind. Denn aktuell ist nur noch ein Kampf gegen Fifi. Und ich finde, sowas bockt auch wieder nicht. Das Gute ist, wir sind eher in der ersten Zeit der 2 und da kann man dann noch gut handeln, dass wir die Story nicht angefangen haben und so. Ich werde euch nochmal ausschalten. Übrigens, hier seht ihr auch, hat schon geplant, wo er seinen Weg ungefähr lang geht. Wir gehen jetzt auch mal gleich seinen Weg entlang, denn er hat schon einiges gebaut. Und Fifi ist inzwischen auch in Richtung Magie aufgebrochen. Also sprich, wir sollten demnächst auch anfangen. Einfach, damit wir Fifi richtig hops nehmen können. Und wer sich mit Magie auskennt, oder generell mit Mana und Artifice auskennen, weiß, da kann man was Gutes zaubern. Maximales Level der Season oder des Zeitalters wird Tier 3 sein, denn weiter wird es in den nächsten Zeitalter dann gehen. Ui, ein schnell wirklich. Aber ich hatte noch nicht gesehen, die Brücke. Ich mag den Lilipet-Weg, den habe ich schon gesehen. So, ich habe vielleicht keinen Hunger mehr. Also ich habe gleich keinen Hungerbalken mehr. Also kein Sprint mehr. Jede Sekunde. Und jetzt. Aber das passt auch. Denn ich packe ihn das hier hin. Okay, der Baum ist im Weg. Mies. Ich habe keine Blöcke mehr bei. Das ist mies. Übrigens, auch die Story wird jetzt weiter vorangeschritten. Ich weiß mal was. Denn Jason kümmert sich ja, wie bereits erwähnt, jetzt um die Story. Unter anderem. Also ich natürlich auch noch. Ich habe die Kontrolle darüber, aber ja. Wir haben jetzt noch kein Story-Element zugesendet bekommen. Was mich auch ein bisschen verwundert hat heute. Aber Fifi hat schon eins. Wo ich auch mal sehr gespannt bin heute auf seinen Stream, besonders seine Reaktion darauf. Ja. Ich hoffe, er versteht. Er hat immer noch nicht unsere Schnitzeljagd gelöst. Er hat das erste Buch entschlüsselt gehabt in der Zeit, wo ich jetzt nicht verfügbar war. Muss man sagen, ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Aber das geht besser, definitiv. Und da müssen wir mal schauen. Sieht schon wie geil aus. Ja. Da müssen wir mal schauen, wie sich das verhält. Also sagen wir mal so, wenn Fifi das nicht entschlüsselt, kriegt halt seine Rüstung nicht wieder. Ihr kennt ja die Videos. Ja, und man muss auch sagen, die Gamescom war echt geil. Ich habe Fifi getroffen, ich habe Lost getroffen, ich habe Jason getroffen. Ich war die meiste Zeit mit Jason. Ich hab bei Jason gepennt in der Nacht. Richtig random. Fifi hat eine leichte Überflutung. Hier ist das Buch von Fifi, können wir mal kurz reinschauen. Da ist halt. Ja, habe ich schon gelesen. Wollen wir über klauen? Also, ich frage mich immer wieder, warum hat der die ganzen Sachen hier? Und das könnte ich mir klauen. Alter Scheiß. Sharpness 4. Also, Denkt ihr, das fällt auf? Denkt ihr, das fällt auf, wenn ich dann Eisenschwert entpacke? Oder wie sieht ein Silberschwert aus? Denkt ihr, das fällt auf? Also, wäre schon irgendwie funny, wenn das nicht auffällt. So. Dann spielen wir erstmal mit dem. Aber ich behalte meins natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass ich die ganzen Tränke gebraut habe, aber ich habe mir ein paar Tränke gebraut. Weiß gar nicht. Also ich habe mir auch noch ein bisschen was vorbereitet. Also wir könnten uns theoretisch nächste Drachenrüstung machen. Weil nächstes Drachenrüstungsteil. Ja. Dann machen wir mal wieder hier einen Timestamp. Heute ist der 9.9.2024, wo ich das aufnehme. Einen Tag vorher natürlich. Auf ganz spontane Welle. Und ja. Irgendwie wäre hier nur Falle cool. Oh, das ist geclaimed. Oh, das ist mies, das ist mies. Fifi hat auch zwischendurch einen 7-Tage-Unclaim. Hätte ich nutzen sollen. Aber dadurch, dass ich krank war, ging das schlecht. Hätte auch unser Tunnelsystem gefunden. Nach und nach. Das ist halt mies. Ich weiß gar nicht mal, wie weit er mit Magie ganz ist. Hat auf jeden Fall manche Sachen nicht gecheckt. Ja, so sieht's aus.
Und da haben wir schon ein paar Sachen erledigt. Ernsthaft? Warum hast du hier? Ja, hier, leider. Oh, ernsthaft, er hat immer nicht hier geclaimt. Merke ich mir. Hier hat er claimed inzwischen. Da komme ich nicht weiter. Ich hab hier hinten, komme ich weiter, oder? Er lernt nicht raus. Mann, Fifi, warum lernst du nicht raus? Bauen wir uns hier wieder in die Tür rein. Denn Fifi hat es das vor kurzem durchgegangen und hat nicht. Also hat die der Tür da drüben gefunden, also sprich, die ist weg. Die hätte ich, glaube ich, irgendwann offscreen gebaut oder so. Ich habe generell erst Tunnel offscreen gebaut gehabt. Dann bauen wir hier eben die Tür rein. So, dann hier eine Tür. Jetzt brauche ich eine Fackel. Natürlich habe ich eine Fackel mit bei, immer. Genau, oh Mann. Hat der hier irgendwo eine Fackel, die ich mir klauen kann? Mann, Fifi, warum hast du keine Fackel in der Nähe von der Base? Da ist eine Fackel. So, let's go. Dann gehen wir wieder runter. Killen unser Geheimversteck. Und platzieren den Fackel. Doppeltür extra, damit halt, wenn man das so macht, sieht man das manchmal durch. Je nachdem. Und deswegen. So. Und dann ziehen wir eben ein wenig durch. Ich weiß gar nicht mal, auf welcher Höhe das andere war. Wir haben hier hinten, hab ich, ganz wichtig, nicht verraten. Okay, great. Aber nicht verraten, da sieht man schon. So. Ich würde auch mal noch eine zweite Tür machen, denn ich habe gerade den Lichtbug gesehen, den ich meinte. So, jetzt sieht man das nämlich nicht mehr. So sieht man das. Der beste Trick der Welt. So. Den Daumen hat er noch nicht gefunden. Right. Hier ist claimed. Das hat er gefunden. Also da komme ich weiter. Hier ist Spotter. Ich kann mir mal eben eine Nightbush, denn ich habe gerade keine Fackeln unterwegs, weil wir müssen ja hier unsere Bases instand halten. Damit habe ich ja noch ein paar Pläne. Also ich denke mal, das wird er jetzt nicht unbedingt finden. Direkt jedenfalls nicht. Auch weil er meine Folgen nicht direkt guckt. Eventuell machen wir in der nächsten Folge so einen Einbruch bei Fifi. Über den Weg. Mal gucken. Wo ich das halt gerne. Ich glaube, ich hatte die Karte auch, wie ist das? Ich werde, glaube ich, die Karte sogar zensieren. Durchgehend. Denn es ist, glaube ich, sogar security-mäßig besser. Ah, nee, es ist der Weg. Oh. Das ist der kaputte Weg. Das ist mein alter, das ist mein anderer Weg. Jo, ich habe die verbindet. Da haben wir hier eine Verbundenheit. Okay, chill. Wetter. Wurde es nicht eingeladen. Dann machen wir hier einen Fake-Weg weiter. Und Fifi das nicht checkt. Richtig, wir nehmen einfach Cobblestone. Das ist echt stark. So, dann bauen wir das hier eben noch. Ein bisschen Terraform dran. Ich muss in der Chest, glaube ich, war von mir mal. Baue ich ab. Dann baue ich eben den Baum hier noch ab, damit ich mehr Frame Blocks machen kann. Ich wollte einen 9er geben. Also mal sehen. Was ist das hier? Okay. Nie gesehen. So. Ich habe natürlich keinen Ass mit bei. Warum auch? Essen ist unnötig. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder ein weiteres Tunnelsystem. Ich werde das, glaube ich, auch nochmal upgraden. Gibt mehr für eine Sekunde. Leute, nach erfolgreichen Justieren und Anbauen der wunderbaren Tunnel können wir damit auch sagen, wir haben erfolgreich ein Tunnelsystem bei Fifis bei Fifis Base gebaut bzw. ausgebaut. Das war ja schon mal von mir vorpräpariert. Und ja, dann würde ich sagen,
Das war's mit der 18. Folge von Minecraft Dragons. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut auch gerne bei Fifi heute Abend im Livestream vorbei. Und würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute!